Einen wunderschönen guten Tag. Ja, lange ist es her. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Kappa, PogChamp. Ich möchte mit euch zusammen uns das Spiel Megaloot anschauen, das ihr bestimmt bei etlichen YouTubern und Streamern schon mal gesehen habt. Und möchte jetzt nicht auf die Imba-Builds und so weiter eingehen, sondern einfach ein bisschen für mich hintatteln. Ganz gerne hätte ich von euch das Feedback, interessiert euch das Spiel überhaupt und wie lange soll ich die Parts machen? Das Early Game dauert ein bisschen. Vielleicht könnte ich das ja schneller laufen lassen, auf fünffache Geschwindigkeit dann später, bis es interessant wird. Oder wollt ihr Uncut Gameplay sehen? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ansonsten, was ist Megaloot? Ich gehe mal direkt rein, neues Abenteuer. Wir haben erstmal die Auswahl von einem Charakter. Die haben alle unterschiedlichen Eigenschaften. Und wenn man auf diese Charaktere hovert, sieht ihr hier oben rechts vielleicht genau dieses Kästchen, das geladen ist. Und dann kommt man weiter und die ganzen Pop-Up-Menüs kommen hier hoch. Von wegen, das hier ist Gesundheit, das ist Mana. Wenn ich dann auf Mana-Wiederherstellung gehe, was ist denn Mana? Und der hat zum Beispiel 2 Angriffe pro Runde. Und ist physischer Angriff, er ist Krieger, was ist denn Kampfeinsicht? Ah ja, man kann also parieren, warte, laden lassen. Ah, okay, das geht unendlich lang, aber parieren ist natürlich, dass das Schaden einfach zurückgeworfen wird. Und ja, so gibt es verschiedenste Klassen und Kombinationen. Der hat zum Beispiel Angriffsschaden hoch. Ich würde tatsächlich... Es gibt so einen, genau, den würde ich gerne testen. Den Tür, der hat 20 Leben, hat Mana und hat einen Angriff, der auf physischen Schaden beruht. Aber das ist ganz spannend. Er hat das Schwarzzorn-Set von Anfang an. Das heißt, ist leider rechts abgeschnitten. Also wenn mich jemand angreift, kriegt der Angreifer an derselben Höhe, wie meine Rüstung ist, Schaden, und zwar magischen Schaden. Plus er bekommt 45% Rüstung und er hat keinen Waffenslot, also der ist für den Anfang schon ziemlich heftig. Dann kann man sogar noch Unterkategorien freischalten. Also beispielsweise Gelassenheit, multipliziere in der ersten Runde deinen Schaden mit 2, Gegner greifen immer zuerst an. Das könnte interessant werden, weil ich möchte ja, dass die Gegner mich angreifen. Jeder Kampf ist mit 6 Gegnern, ja, eher weniger. Alle Gegner sind Elite-Gegner. Und wenn man hier draufklickt, gibt es dann auch noch weitere Menüs. Also mehr Rüstung, noch prozentual, ist das 90% mehr Rüstung? Oder mehr Härte, wenn ich auf Rüstung gehe, kann ich nochmal Rüstung, kann ich nochmal Rüstung? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr das den Run beeinflusst. Also man könnte hier ein Tier erschaffen mit maximaler Rüstung. Oder bei Elite-Gegnern mehr Damage, mehr Erholung. Blenden, Elektrizität. Ja, wir kommen darauf noch zu sprechen. Ich würde einen ganz normalen Basic Run ohne Unterstützung anfangen, um euch das Spiel erstmal zu zeigen. Also, im Prinzip ist es so, wir spawnen rein. Es erscheint hier ein Gegner. Wenn wir auf Eintreten klicken. Vorab können wir schon mal Equip sammeln. Das Besondere ist, wir haben wie gesagt ein Set schon bereits verfügbar und können noch 3 weitere Sets anlegen. Worauf wir gehen würden, ist am Anfang, also HP eher weniger, wir brauchen Rüstung ohne Ende. Die Lederstiefel, also mit Rechtsklick kauft man, mit links lockt man. Die Lederstiefel sind schon mal ganz gut. Warum? Was hat das Lederset? Das Lederset gibt erstens mal plus 1 Angriff alle 5 Ebenen. Ist für uns uninteressant, ist für andere Klassen viel, viel wichtiger. Aber wir haben eine 17% Chance, einen Gegenstand zu erhalten, wenn wir Gegner töten. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auch noch den Lederhelm, weil das ist adaptiv. 17 hätten wir hier 34. Mit links wird gelockt. Holz ist mir erstmal uninteressant. Wir gehen rein. So, und jetzt ist es so, wir selbst machen einen Schaden mit 2 Angriffen wegen dem Söldner-Set. Also töten wir den auch so, aber ich würde jetzt einfach mal auf Warten klicken. Das heißt, er greift uns an, wir haben Rüstung und reflektieren den Schaden entsprechend.
Okay, 40 ist schon viel, aber egal. Wir gehen einfach mal durch hier. Wir können auch mit Leertaste das Ganze ein bisschen erweitern. Krieger bringt uns Rüstung. Ah, aber Schuhe brauchen wir nicht. Die können wir schnell verkaufen. Also links, links, rechts, klick. Okay. So, und das war noch eine Besonderheit. Ihr habt eben gesehen, hier vorne war ein Gegner und hinten dran war ein Schatten. Das heißt, da ist noch ein Gegner hinter dran und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel der Keiler, der betäubt uns. Betäubung ist für jemanden, der angreift, ein Problem, weil er betäubt uns, wir können nicht angreifen. Aber das ist ja so gut. Wir wollen ja angegriffen werden, um die Gegner mit unserer Rüstung zu töten. Im Prinzip ist es in den ersten Runden fast egal, was wir machen. Ich möchte jetzt auf diese 40 Gold, Max-Rüstung und Erholung. Achso, ja, auch was auch noch wichtig ist, wir können. Jetzt haben wir ein Problem. Equip nicht anlegen zwischen den Runden, also nur im Kampf, also außerhalb vom Kampf, so. Jetzt können wir uns das anlegen. Und wir können noch, es gab wohl ein Patch offensichtlich, Items fusionieren. Also das sind graue Items, dann gibt es grüne, blau, lila und so weiter und so fort. Weisheit brauchen wir nicht, Physik brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Und wenn wir jetzt den Helm in blau hier im Shop nochmal finden, können wir die fusionieren und er wird zur nächsten Seltenheitsstufe. Das ist noch ganz spaßig beim Game. Reroll ist so, kostet in der ersten Ebene, ich weiß nicht, ob ihr das hier oben sehen könnt, es ist schon relativ dunkel. Hier oben kommen wir an verschiedene Ebenen. Pro Ebene wird das Rerollen teurer des Shops. Und es ist so, es kostet jetzt 1 Gold, wenn ich rerolle, steigt das auf 2. Wird aber zurückgesetzt nach jedem Kampf. Und ich muss mir mit Rechtsklick, das muss ich glaube ich umstellen. Genau. Also Reroll wird dann aber auch pro Ebene immer teurer. Ziel ist es eigentlich erstmal bis Ebene 60 zu kommen. Das sind mehrere Kämpfe, die wir hier durchleben müssen. Und die Gegner werden immer schwieriger. Das ist schon gut. Wir haben jetzt schon ordentlich Rüstung und Chance auf Gegenstände. Es gibt da nämlich auch Gegner, die einen vergiften. Die gehen direkt auf Lebensschaden, was für uns ein Problem ist. Weil wir aktuell noch nicht viel Leben haben, deswegen könnte man das ausrüsten für später. Für Max Gesundheit und Erholung. Oh, jetzt hier das, was ich sagte. Wir finden grüne Schuhe. Und grün ergibt blau. Was hier noch, ich weiß es nicht, ob es gewollt ist, wenn wir hier Sachen rauskaufen, wird die Wertigkeit des Slots immer höher. Also ich sehe hier, wenn ich jetzt das Graue rauskaufe, kommt grün. Ich möchte das aber tatsächlich nicht rauskaufen, aus dem einfachen Grund, weil das Spiel dann merkt, okay, ich möchte eventuell dieses Gold-Set haben. Aber Gold möchte ich nicht. Ich möchte auf Schwarzdorn-Set bzw. auf Schildkröten-Set gehen und Silber. Silber zeige ich euch noch, wenn ich was im Shop finde, was Silber ist. Genau. So, das hier ist zum Beispiel Silber. Können wir auch direkt schon kombinieren. Rechtsklick. Silber ist... Das bringt uns in den ersten zwei Zügen Reinigen. Reinigen ist ganz einfach. Ach komm. Ne, Silber. Zack, laden lassen. Willst du mich rollen oder was? Es lädt. Ich gehe auf Silber. Es lädt. Ich gehe hoch. Reinigen. Entfernt alle Debuffs. Das brauchen wir später gegen die Giftgegner. Aktuell noch nicht, ich würde die aber schon mal behalten wollen, beziehungsweise am liebsten wäre mir ein Ring mit Silber. Genau, um später eben gefeit zu sein vor den Gegner, die wir vergiften. Dann gibt es immer noch eine Truhe ab und zu. Da gibt es dann Items und noch ein sehr, sehr wichtiger Teil des Spiels kommt gleich. Ja, jetzt wird die Rüstung knapp, aber kriegen wir hin. Genau. Am Ende jeder Ebene können wir Dinge umwandeln. Die bringen permanente Stats. Also wenn ich die jetzt opfere, kriege ich permanent 6 Rüstung. Beziehungsweise jetzt 9. Und es ist so, es gibt später noch crazy Items. Also wirklich crazy.
mit prozentualer Rüstung, zum Beispiel prozentualem Leben. Und ich möchte jetzt erstmal was opfern, was mir am für meinen Charakter halt viel, viel Rüstung bringt. Die bringen 8, die bringen 9. Ja, vielleicht kriege ich noch was Besseres. Nee. Ich kann auch mit R rerollen. Der Lederhelm nehme ich auf jeden Fall mit. Holz brauche ich nicht. Ja, die habe ich ja schon mal. Die habe ich. Die können wir jetzt upgraden. Kriegerschuhe, perfekt. Die können wir upgraden. Ich würde tatsächlich jetzt diese 12 Rüstung mitnehmen. Die können wir auch upgraden. Bringt uns aber jetzt nichts. Ja, die verkaufe ich. Nein. Die verkaufe ich. Das behalte ich. Das abzugraden. 4 Rüstung brauche ich erstmal nicht. 8 Rüstung. Genau. So, ihr seht jetzt 33 Rüstung. Zack. 51. Warum 51? Weil mein Charakter hier 45 extra Rüstung kriegt. Und im Endeffekt geht das Spiel jetzt immer weiter. Es kommen immer schwerere Gegner, man bekommt immer bessere Rüstung. Und man muss versuchen. Oh, das ist. Nehme ich Holz nur wegen der Rüstung mit? Ah, okay. Wir können das Holzset mitnehmen für die Rüstung. Holz bringt uns auch noch ein Gold beim Töten eines Gegners. Und dann kaufen wir uns am besten aber direkt die hier. Haben schon ein lilanes. Kritischer Schaden ist ganz gut, aber dafür braucht man das Jäger-Set, weil das bringt uns nur Crit-Chancen und auch nur das. Es gibt momentan keine andere Möglichkeit, an Crit zu kommen. Und dann haben wir hier so Spezialdinger wie den Goblin. Der hat Raub, der klaut uns Geld. Wir können dagegen nichts tun, weil der haut uns und verschwindet. Wir können ihn nicht töten, weil wir einfach keinen Schaden haben. Und wenn 2 Stück kommen, ja, ist es ein Problem. Das heißt, wir könnten das Gold auch einfach wegrollen. Die bringt uns Rüstung und das ist, glaube ich, auch ein Set, was ich ganz gut fand. Ach nee, das ist nur Mana. 6 Rüstung. Die bringt auch 6 Rüstung. Also ich nehme jetzt schon mal Sachen mit, die ich in den Schmied quasi reinschmeißen will, um mich permanent zu verbessern. So, in der Hoffnung, dass ich natürlich immer Steigerungen erhalte. Und ja, im Prinzip ist das schon das Gameplay. Das ist jetzt, jetzt nicht hochgradig komplex, gebe ich zu. Aber es macht halt Laune. Es gibt so viele verschiedene Builds und es gibt die Möglichkeit, auf abartigen Schaden zu kommen später mal. Die ist gut. Die ist besser als mein Holzset. Das ist auch nice. Die bringt 40 Rüstung und Gold. Bei einem Rüstungsbruch zur. Warte, langsam. Bei 3 für deinen Angriff wegen Rüstungsbruch zu. Lass es mal laden. Oh mein Gott, das ist mit den Tooltips ist echt ein bisschen schwierig. Weil ich komme jetzt hier. Bricht jetzt hier auf 0. Ich glaube, das würde ich tatsächlich mitnehmen wollen. Gibt mir erstmal übelst viel Rüstung. Den hier brauchen wir nicht. Warum habe ich den überhaupt? Rüstung. Genau, also Silberset. Ich nehme am besten die Brust. Kann auch schon mal die Brust anlegen. Dann hätte ich das Silberset schon mal aktiv. Genau, ich will am Ende. Die könnte ich auch zerlegen. 16 Rüstung. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Tingeltangel, ne? Also ich möchte auf jeden Fall. Was möchte ich denn am besten? Kriegerset bringt mir jetzt nichts. Also ich hätte ganz am Ende ganz gerne das Schildkrötenset. Das bringt uns eben prozentuale Rüstung, was einfach mega, mega gut ist. Und die bringen uns ordentlich Rüstung. Und ja, möchte gerne so viel Rüstung stecken, wie es nur geht. Und der raubt uns, also rerollen wir die Ledern. Ja gut, die Schuhe auf jeden Fall. Den Helm auf jeden Fall. Das kaufe ich jetzt nicht raus. Das
bringt uns alles nichts. Turtle, Turtle, das ist alles kein Turtle. Ich weiß auch nicht, ab wann genau das Turtle-Set kommen kann. Die im Blau, die Büchs. Nochmal vier Rüstungen. Das ist schon mal gut. Das können wir dann upgraden. Da haben wir die in Lila. Ja, aber im Prinzip müssen wir hier raus. Also das prozentuale Gold von dem Set ist auch nicht gut. Also wir bekommen bei den anderen Items hier schon mal 25% Gold zum Beispiel. Und wir wollen ja im Prinzip richtig eskalieren. Oh, das ist so befriedigend. Das heißt, wir brauchen viel Gold. Gehe ich komplett auf dieses Set. Absorbiert Schaden und Stille von Gesundheit. Das ist die Büchs. Sperren, sperren. Und die sperren auch. Und den Ball. Ja, und wir brauchen irgendeinen Ring. Wir nehmen den jetzt mal mit für 4% Gold. Achso, wir haben alle Sets voll. Ich muss einen richtig guten Ring finden. Ich weiß nicht, welcher Ring zu diesem Set passt, um ehrlich zu sein. So, die haben wir schon mal abgegradet. Die kaufen wir. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Und nehmen hier die 30 Rüstung mit. Das ist mit das Beste, was wir aktuell machen können. Glänz ist einfach stark. 5% Glauben. 5% Glauben. Was mal glauben? Glauben multipliziert Schaden gegen Elite-Gegner. Das ist schon mal ganz praktisch. Und wie gesagt, er bringt uns 12% Gold. Ja, es gibt auch noch Sachen mit Lebensraub ist ganz gut, wenn wir viel Schaden bekommen würden, aber auch viel Schaden machen, machen wir beides nicht. Deswegen ist es uninteressant im Prinzip für uns. Die können weg, die können weg. Die könnten wir kaufen. Ist die Frage. Ich glaube, Leder schmeiße ich aber kurz oder lang raus. Die kaufen wir uns für Rüstung, um sie zu zerlegen. 24 Rüstung. Aber ja, auf lange Sicht wollen wir das Schildkrötenset. Was uns zur Flat-Rüstung auch noch maximale Rüstung gibt. Das ist auch gut. Kann weg, kann weg. Und im Endeffekt spam ich erstmal so durch. Es gibt jetzt aktuell nichts, was mir ultra gefährlich wird auf den Ebenen. Kommt aber noch. Glaub mir, das kommt noch. Ich sollte öfter rerollen. Ja. Komm, die Schuhe nehme ich mit. Was bist du? Genau, das ist das Schildkrötenset. Die gibt einem 50 Rüstung und Härte und Schildkröte. Gibt uns dann auch nochmal Rüstungsschilde pro Schildkrötenset. Also, da wollen wir hin. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Auf lange Sicht, der kann weg. Max Gesundheit, Erholung ist gut. Wir können sogar 3 Ringe anziehen. Ich habe es ganz vergessen. Wir brauchen 1,1k. Jo. Dauert ein bisschen. Ah gut, let's go. Ihr seht schon, am Anfang dachten wir, wir sind sehr, sehr stark. Nee. Das eskaliert ganz schön schnell. Wir haben nur 200 Rüstung. Ich brauche dringend diese Schuhe. 1,1k ist halt jetzt mega Geld, wenn wir halt auch andauernd beklaut werden. Deswegen würde ich am Anfang jedem empfehlen, holt euch das Lederset für Items. Die könnt ihr schön brav verkaufen. Und switcht dann irgendwann auf, ich würde das auch alles verkaufen, auf ein besseres Set. Es darf kein Dieb kommen. Wir sind so kurz davor. Hier ist kein Dieb, das ist gut. Und wir können das verkaufen, kaufen uns die Schuhe.
müssen dann aus einem Set raus. Wie gesagt, wir können nur drei Sets gleichzeitig haben, plus das Grundset von unserem Charakter. Wir haben noch zwei Leder-Items, aus denen würde ich rausgehen, und Schildkröten. Wir haben wie viel Rüstung? 180, zack, 250. Und die Härte ist auch ganz gut. Verringert die Durchdringung erlittenen Schaden. Also wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie wir sterben können. Durchdringung ist ignoriert Rüstung. Das heißt, die greifen direkt unsere Gesundheit an. Das können wir mit dem Turtle-Set verhindern, und mit dem Silber-Set können wir das Gift verhindern. Ich frage mich nur, was wir als drittes Set auf Dauer haben wollen. Vielleicht gibt es noch ein Set, was... Ich dachte, das Turtle-Set gibt prozentuale Rüstung, aber offensichtlich nein. Vielleicht gibt es aber noch irgendwo was mit prozentualer Rüstung. Das wäre natürlich sowas von gegeben. Ja, so langsam. Ja, jetzt verlieren wir den Kampf. Wir haben immer wieder die Chance, den Kampf nochmal zu spielen. Was wir jetzt brauchen, noch eine Mechanik von diesem Spiel, die ganz gut ist. Wir können hier den Shop umwandeln. Wir können diese Gegenstände für einen Kampf allerdings nur umwandeln, um uns einmalig quasi helfen zu lassen. Und ich würde jetzt alles, was mit viel Rüstung ist, umwandeln wollen. Oh, Glauben Gold, den kann ich direkt kaufen. Max Gesundheit bringt uns gar nichts in dem Run. Weisheit bringt uns nichts. Ja, das bringt uns alles nichts. Physischer Angriff bringt uns nichts. Ja, der könnte interessant sein für eben die Härte. Wir brauchen hier noch was mit Rüstung. Genau, ich würde jetzt, wir haben 310, den ganzen Shop hier umwandeln. Haben wir 380 in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Aber ich befürchte, wir müssen hier warten. Was hat er? Der hat eine Barriere. Ne, es reicht, es wird nicht reichen. Wir werden zweimal sterben und damit ist der Run over. Und ja, wir sind 12% besser. Die letzten 12% der Spiele haben wir abgehauen. Yay! So, und jetzt die Frage an euch: Wie lange soll ich die Parts machen? Habt ihr überhaupt Bock auf das Spiel? Bin ich in Vergessenheit geraten? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich danke euch. Bis dann.